nach der Bruststraffung ist ganz wichtig, dass man wirklich 6 Wochen den Sport-BH trägt. Es braucht kein Brustband in der Regel. Und dass man sich dann nochmal schont, dass man vor allem die Wunden gut pflegt. 2 Wochen ist es abgedeckt mit Pflastern, das ist kein Problem. Und danach eher eigentlich die Naht trocken halten. Es braucht nicht unbedingt wirklich Cremes oder so. Die Narbenbehandlung beginnen wir da meistens erst nach 6 Wochen dann. Es gibt immer 2 klassische Bereiche, die Probleme bereiten können beim Heilen. Das sind die sogenannten T-Zonen. Das ist einmal die Verbindungslinie zur Brustwarze und einmal die Verbindung nach unten zu der Umschlagsfaltennarbe. Und da sind halt mehrere Nähte in der Tiefe auch. Und da sieht man häufiger mal, dass da noch so eine kleine Kruste ist, verschwindet aber. Nach 3 Monaten sollte das soweit abgeheilt sein. Arbeit nach der Bruststraffung ist natürlich abhängig vom Beruf. Wenn ich einen Job habe, wo ich doch viel körperlichen Kontakt habe oder schwer heben muss, dann sollte ich wahrscheinlich sicher 2 Wochen aussetzen. Danach kann man vielleicht auch mit einem ärztlichen Zeugnis da ein bisschen aushelfen, dass bestimmte Tätigkeiten nicht möglich sind im Büro. Sonst kann ich im Prinzip sogar nach 1 Woche arbeiten. Das Implantat spielt hier auch noch eine Rolle. Ne? Wenn ich ein Implantat zusätzlich einsetze, ist es sicher noch mal etwas unangenehmer. Aber grundsätzlich die ideale Empfehlung wäre 2 Wochen. Sport nach der Bruststraffung ist so nach 3 Monaten. Und dann auch wirklich langsam beginnen. Wichtig ist dabei, einen guten Sport-BH zu tragen. Und da gibt es ja die klassischen Sport-BHs heute, die drücken einfach die Brust sehr flach und fixieren sie. Eigentlich ist es besser, einen BH zu haben, der die Brust trägt. Ja, der an den Seiten und innen und unten stützt. Und natürlich muss man sich auch wohlfühlen damit, aber das ist fast besser, als die Brust so platt zu drücken. Und nach 3 Monaten, beginnen und dann langsam aufbauen. Vielleicht nicht gerade irgendwie Klimmzüge machen, sondern erstmal mit normalen Ausdauerübungen beginnen. Risiken bei der Bruststraffung sind natürlich die allgemein bekannten Nebenwirkungen, dass es rot ist, dass es geschwollen ist. Es kann Nachblutungen geben natürlich. Es kann eine Infektion geben. Wir schützen deshalb durch Antibiotika über einige Tage. Und es gibt natürlich die Narben selber. Das Gefühl verändert sich ein bisschen. Was ganz wichtig ist, Brüste sind nie symmetrisch. Das ist bei jeder Frau auf der Welt. Manchmal fällt das mehr oder weniger auf. Und das ist auch nach einer Operation. Was natürlich sonst noch wichtig ist, eben Stillverhalten haben wir besprochen. Das ist zu 90% dann noch erhalten. Es kann auch mal Wundheilungsstörungen geben. Eben da ist der Nikotinverzicht sehr wichtig. Und das Gewebe formt sich vielleicht auch anders. Also es fühlt sich am Anfang etwas anders an, etwas kompakter. Und das braucht halt wirklich auch Zeit dann. Aber das sind Sachen, die sonst mit der Zeit verschwinden. Was zum Beispiel, was man auch in den Medien auch mal gelesen hat, eben ist, dass so eine Brustwarze mal absterben kann. Das ist natürlich ein sehr relevantes Ereignis und sehr tragisch. Aber das kann natürlich passieren, wenn die Durchblutung sehr schlecht ist, bei Wiederholungseingriffen oder bei grundsätzlich schlechten Voraussetzungen, bei sehr großen Brüsten oder eben bei den Rauchern. Ja, die Haltbarkeit der Bruststraffung ist sehr, sehr individuell, muss ich sagen. Es ist, das Ziel ist immer so 10, 15 Jahre zu haben, aber da hängt es natürlich davon ab, in welchem Alter operiere ich und wie straffe ich, habe ich ein Implantat mit dabei oder nicht, welche Endgröße habe ich. Wenn ich natürlich auf ein kleines B-Körbchen gehe, habe ich in der Regel bessere Voraussetzungen. Wenn die Haut auch etwas straffer ist, dann habe ich da gute Optionen für eine lange Haltbarkeit des Operationsergebnisses, aber es ist wirklich sehr individuell. Also man kann das schlecht vorhersagen oder schlecht fixieren. Wenn nochmal eine Schwangerschaft kommt, verändert sich die Brust natürlich viel stärker. Ne?